Sagen aus dem Ispertal. Wir Schüler der Hauptschule Ispertal möchten euch zwei Sagen aus unserer Heimat näher bringen. Das Ispertal liegt in Niederösterreich, genauer gesagt im südlichen Waldviertel, knapp nördlich der Donau und nicht weit von Oberösterreich entfernt. Unsere Hauptschule besuchen derzeit ca. 140 Schüler in 8 Klassen. Wir 29 Mädchen und Buben aus den beiden ersten Klassen haben mit unseren Zeichnungen versucht, die beiden Sagen anschaulich darzustellen. Das Ispertal wird vom Ostrom beherrscht, dessen höchste Erhebung der große Peilstein mit 1096 Metern ist. Die Sage weiß zu erzählen, dass im Inneren dieses Berges ein großer Hohlraum existiert. Dieser soll mit Wasser gefüllt sein und in diesem unterirdischen See soll ein Riesenfisch hausen. Dieser Fisch wird sich so lange ruhig verhalten, solange die Bewohner des Tales einen ordentlichen Lebenswandel führen, an Gott glauben, nicht lügen, nicht betrügen und ihre Mitbewohner achten. Wenn sich die Leute im Tal aber dem Bösen zuwenden, wird er mit seiner Riesenflosse so lange von innen gegen die Wand des Berges schlagen, bis das Gestein bricht und das Wasser das ganze Tal überschwemmt. Alle Bewohner des Tales werden in den Wassermassen umkommen. Durch das Tal fließt die Isper, von der es auch den Namen hat. Es gibt wohl kaum eine schönere Klamm in unserer Gegend als die Isperklamm. Sie ist weit und breit bei Wanderern und Ausflüglern bekannt. Doch war vor unzähligen Jahren die Wiese, die an ihrem rechten Ufer mit Steinblöcken übersät liegt, der Schrecken der nahen Bewohner. Auch heute kann man diese Steine noch sehen. In einer Höhle bei dem großen Steinfeld soll einst ein Ungeheuer, eine riesige Schlange, gehaust haben. Kam jemand nur in die Nähe, fuhr sie schon zischend hervor und so mancher musste sein Leben lassen. Die Bewohner von Klaus waren besonders betroffen. Sie mussten oft über die Wiese, sei es um in den angrenzenden Wald zu kommen oder aber auch um die Wiese zu mähen. Es war eine schwierige, furchterregende Aufgabe, an dem Untier vorbeizukommen, und meist gelang es nicht. Verzweifelt suchten sie nach einem Helden, der keine Angst kannte, damit er sie von dem Untier befreite. Sie selbst waren nur mehr wenige und sie wagten nicht mehr, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Ahnungslos kam an einem schönen Sommertag ein berüchtigter Wilderer über die Wiese gegangen. Er pfiff fröhlich ein Lied vor sich her, als sich ihm plötzlich die Riesenschlange mordlustig in den Weg stellte. Damit hat er zwar nicht gerechnet, aber geistesgegenwärtig riss er sein Gewehr hoch und schoss die böse Schlange in den Kopf. Wütend bäumte sie sich noch einmal auf. Dann hatte sie hinsinkend den letzten Zischer getan. Als der Held ins Dorf kam und seine Tat berichtete, nahm man die freudige Nachricht zuerst gar nicht ernst. Aber dann fing das große Aufatmen unter den Leuten an und der tapfere Mann wurde in der ganzen Gegend gefeiert. Da stieg ihm aber mächtig zu Kopf, übermütig geworden, trieb er gar üble Spieße. Es war nicht mehr geheuer in seiner Nähe, da war man vom Regen in die Traufe gekommen. Der aggressive Mann wurde ein Peiniger ohnegleichen. Er nahm sich alles, was er begehrte. Wollte er einen Esel haben, holte er ihn den Leuten von der Weide und berief sich immer darauf, dass sie ohne ihn wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben wären. Auch in jedem Gasthaus verweigerte er, die Zeche zu zahlen. Er sah es als ein gutes Recht an, von allen Wirtsleuten des Tales umsonst verköstigt zu werden. Und obendrein schoss er ihnen gegen die jagdliche Gepflogenheit den gesamten Wildbestand weg. Schließlich wurde es den Leuten zu viel. Sie erstatteten Anzeige gegen den Mann und er wurde schließlich verhaftet. Bei der Gerichtsverhandlung zeigte er sich wenig einsichtig und verlangte sogar vom Richter, er solle ihn freisprechen. Er kam dann dorthin, wo er hingehörte, nämlich hinter Gitter. Bevor er jedoch seine Strafzeit um war, hatte er diese Erde verlassen.